Servus Leute, heute mal was Neues. Ich habe mich entschlossen, Videos auch in deutscher Sprache zu machen. Für meine englischen Zuseher. Die Serie wird heißen Pfeifenkultur. Ihr könnt diese Videos ruhig auch überspringen. Die Themen werden sicher auch in englischer Sprache behandelt werden. Für meine deutschsprachigen Seher könnt ihr ruhig gerne ein bisschen Werbung machen. Ich werde versuchen, in Zukunft öfters Videos in deutscher Sprache zu machen. Das Thema des heutigen Videos wird sein meine allererste Breyer-Tabakpfeife, die ich mal gekauft habe. Und zwar war das eine Savinelli Miele. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wie ich mich entschlossen habe, die erste Pfeife zu kaufen, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir gleich was Gescheites. Bin nicht der Sparefroh und kaufe mal das billigste Produkt. Ich habe aber auch überhaupt keine Ahnung vom Pfeifen gehabt. Ich habe nur gewusst, dass ich eine Filterpfeife haben will. Mein Vater hat auch gefilterte Pfeifen geraucht. Und ein sehr guter Bekannter von mir ebenfalls. Und wie ich Zigaretten geraucht habe, habe ich auch gefilterte verwendet. Also habe ich gedacht, für die Pfeife ist das vielleicht auch nicht falsch. Ich bin also ins Geschäft gegangen, habe einfach geschaut, was ausgestellt ist und habe eine Pfeife genommen, die mich anlacht, die preislich auch leistbar war. Und das war genau die. Das Nette ist, die kommt in einer wunderbaren Schachtel, schwarz-gelb mit Bienenmotiven, Honigwaben, Muster drauf, weiß nicht, ob man das da sieht. Und ich habe damals auch geglaubt, dass das bei Pfeifen normal ist, dass das aus so viel Aufwand drum betrieben wird. Die Pfeife selber kommt auch in einem passenden honiggelben Säckchen. Als besondere Aufmerksamkeit ist auch ein Stopfer dabei, in Honiglöffelform. Der ist fast zu schön, als dass man dann tatsächlich verwenden würde, weder als Stopfer noch als Honiglöffel. Sehr nette Sache. Es war auch eine Beschreibung der Pfeife dabei. Die ist aber leider wegen einem Umzug verloren gegangen, wo das Motiv hinter der Pfeife beschrieben wird. Da ist das gute Stück. Natürlich, der Kopf soll an Honig erinnern, das Mundstück soll an das Gewusel der Bienen im Bienenstock erinnern und die Pfeife war auch behandelt im Kopf und hätte nach Honig schmecken sollen. Ich muss aber gestehen, dass mir damals das überhaupt nicht aufgefallen ist. Ich habe auch mit einer kräftigen englischen Mischung begonnen, die hat das Aroma vielleicht übertüncht. Wäre interessant, wenn sich jemand so eine Pfeife jetzt kauft, ob da ein Honigaroma feststellbar ist. Ich könnte es nicht sagen. Savinelli hat sich auch nicht lumpen lassen und hat auch eine Packung 9mm Balsafilter beigelegt. Damals habe ich die nicht zum Schätzen gewusst, weil mir der Tabak immer noch zu stark und ungefiltert vorkommen ist. Heutzutage weiß ich die Balsafilter auch sehr zum Schätzen. Gestempelt Savinelli Miele. Italy mit dem Savinelli Logo, das S mit den zwei S im Wappen mit den zwei Pfeifen obendrauf. Shape 316. KS, wobei das KS für King Size steht, sprich eine Standardgröße eigentlich. Die Pfeife ist nicht lackiert, ist nur gewachst, was auch bewirkt, dass der schöne Glanz sehr schnell nachlässt. Damit muss man rechnen, wenn man sich eine Savinelli-Pfeife kauft. Aber man kann die Pfeife immer wieder aufpolieren oder selber nachwachsen. Acrylmundstück für eine Anfängerpfeife auch sehr pflegeleicht. 9mm Filterkammer, eine perfekte Verarbeitung, was ich in der Preisklasse auch erwarten tue. Die Preise sind mittlerweile auch deutlich höher worden. Eine wunderschöne Maserung, schön die Querstreifen am Boden. Auf der einen Seite dann ein bisschen ein chaotischeres Muster, auf der anderen ein sehr nettes Bird's Eye Muster. Möglicherweise also ein paar Spots weist die Pfeife auf, wobei ich eigentlich nicht glaube, dass das Kittstellen sind. Das sind einfach ein paar hellere Stellen im Holz, ein paar Pünktchen. Ein schön abgerundeter Rand, eine konische Brennkammer. In der Pfeife kann man Tabak sehr, sehr lang rauchen, brennt sehr lang. Einziges Manko, dass die Pfeife vielleicht sehr tief gebohrt ist. Und auf der Unterseite etwas dünn ist. Ich weiß auch nicht, ob nicht eine leichte Verfärbung sichtbar ist. Man sieht sogar in der Kamera, glaube ich. Ist aber an der Grenze zum Wahrnehmbaren.
und sie wird auf der Unterseite sehr heiß. Daher muss man ein bisschen aufpassen mit der Pfeife. Liegt sehr gut im Mund. Das Besondere ist, das ist ein typisches Savinelli-Shape, was man bei anderen Herstellern meines Wissens nach nicht finden wird. So, und ich werde mir die Pfeife jetzt stopfen und werde es genüsslich mit einem Captain Black Gold rauchen. Ein sehr feiner Tabak, sehr leicht rauchbar, ganz problemlos, brennt nicht auf der Zunge. Wunderbar süß und geschmackig. Mit Captain Black, wenn man den bekommen kann, kann man nichts falsch machen. So, liebe Freunde, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video in deutscher Sprache gefallen hat, bitte gern weiterleiten an andere deutschsprachige Seher, die das vielleicht interessiert. Wenn meine englischsprachigen Zuseher total unzufrieden sind, könnt ihr es auch gut bekannt geben. Man sieht sich dann das nächste Mal. Cheers!